Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es zu tun heute mit 5 Updates und 16 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Tommy, Mr. Mercedes, Martin, Bernd, Finn Elias, Marco, Spessart, Daiman, SGT Bankers, RS Nagei, Johann, Keksmonster, Mai Mercho, Antonio, Jonathan, Dana, Island, Anna Clara, Bruno Epp, Bruno, Lorian, Adler und nochmal der Adler. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Abos, für euren Support, für diesen Kanal. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Ostern. Ihr habt das Wetter genießen können. Bei mir hier in Spanien war es fast sommerlich warm. Wunderschönes Wetter. Natürlich sind wir rausgegangen. Ich war mit meiner Tochter unterwegs. Auch schön, mal 4 Tage keine Mods zu haben, so dass man sich erholen kann, ausspannen kann und die Batterien tanken kann, um jetzt weiterzumachen mit den neuen Mods und natürlich auch dem Precision Farming, das natürlich eines dieser Mods ist. Wir werden natürlich die nächsten paar Wochen sehr eingehend auf dieses Thema eingehen, werden Let's Plays machen, werden Tests machen. Das ist auf jeden Fall mal ein neuer Start nach der Osterwoche. Daher würde ich sagen, legen wir los mit den Updates wie immer. Und zwar starten wir mit der Mod Better Contracts von MMTRX. Downloadgröße 73 KB. Jetzt in der Version 1.2.2.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Berechnung der Mindestliefer- und Eigenmengen angepasst bei Ernte- und Grasverträgen, Konfliktvermeidung mit anderen Mods, Unterstützung für Supply Transport Contracts und Transport Missions. Das nächste Update kommt für die zusätzlichen Währungen von Rockstar. Downloadgröße 24 KB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, es wurde ein Problem behoben, dass die Auswahl der Währungsumrechnungsoption mit der Tastatur oder dem Controller verhinderte. Das nächste Update ist für den Forigo DT25 von Didi Mod Passion. Downloadgröße 6,79 MB, jetzt in der Version 1.3.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, aktualisierte Partikelanimation und behobene Kollisionen. Die Amazone Pantera 4502 von Landdev kriegt das nächste Update. Downloadgröße 11,5 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, kleine Kennzeichenanpassung, weiteres Arbeitslicht hinzugefügt, kleine Innenraumanpassung. Wir kommen zum letzten Update für heute und zwar ist das für das Crossetto SPL Pack von Didi Mod Passion. Downloadgröße 45,13 MB, jetzt in der Version 1.3.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Edelstahl-Version hinzugefügt. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar heißt dieser Armatrack 1104. Dieser kommt von Giants Software selbst. Downloadgröße 17,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Es scheint eine neue Marke zu sein und zwar kommt dieser Leichttraktor mit einer Leistung von 110 PS, wird manuell und lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 165 Litern, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und Gewicht 4,8 Tonnen. Der Preis 80.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Wredestein, Nukin und Trelleborg. Dann gibt es die Reifenvarianten, die ich natürlich nicht durch wie immer. Des Weiteren kann hier noch das Isaria Pro Kompakt angeschlossen werden, aber das würden wir dann in einem separaten Video zum Precision Farming angucken. Das Einzige, was noch gibt, sind die Felgenfarbe und die kann gewählt werden zwischen Grau und Rot. Wir kommen zum Lizard AT01. Dieser kommt von ARM Team. Downloadgröße 8,13 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieser kleine Kipper-Anhänger kommt mit einem Ladevolumen von 4 Kubikmetern, einem Gewicht von 3,2 Tonnen. Maximales Zuladegewicht ist 4 Kilo und der Preis 1000 Euro. 4 Kubikmeter Ladevolumen und man kann nur 4 Kilo draufladen. Das heißt, ich kann noch nicht mal meine Tochter draufsetzen.
Das ist wohl ein Fehler. Die Konfiguration kann geändert werden von Standard zu Ballenwagen und zurück zu Standard. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Lizard und Trelleborg. Dann gibt es eine Abdeckung, ja oder nein. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette, die Designfarbe natürlich auch und so auch die Felgenfarben. Wir kommen zum Anderson Group A59. Dieser kommt ebenfalls von Giant Software. Downloadgröße 7,12 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Futtermischwagen kommt mit einem Volumen von 28,8 Kubikmetern, wiegt 10,6 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 13,4 Tonnen, 180 PS braucht dieser und kostet 60.000 Euro. Hierzu gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Um das Gleiche nicht zweimal erzählen zu müssen, dann gehen wir hier gleich weiter zum Anderson A700. Dieser kommt ebenfalls von Giant Software, Downloadgröße 5,36 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Futtermischwagen kommt mit einem Volumen von 23,8 Kubikmeter, einem Gewicht von 7,8 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 11,2 Tonnen, braucht 150 PS und kostet 49.500 Euro. Hier haben wir dieselben Konfigurationsmöglichkeiten wie beim anderen Modell, nämlich keine. Wir kommen zum VDM JEV2V von Ramakers, Downloadgröße 3,07 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Futtermisch-Anbaugerät für Frontlader mit einem Volumen von 1600 Litern, einem Gewicht von 700 Kilo und kostet 5000 Euro. Man kann wählen, ob dies an einen Frontlader angebaut werden soll oder an den Teleskoplader. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten gibt es hierzu nicht. Wir kommen zum Farmtech Fortis 2200 von Elch 97 Design. Downloadgröße 15,77 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger-Miststreuer mit einem Ladevolumen von 35 Kubikmetern, wiegt 8,2 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 15,8 Tonnen, braucht 130 PS, hat eine Streuweite von 24 Meter bei einer Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h und den Preis von 57.600 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Standard zu Miststreuer. Und natürlich zurück. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Bredestein, Mitas, Trelleborg. Dann die Fahrgestellfarbe kann gewählt werden zwischen dem Farmtech Grün und dem Farmtech Grün 2. Das heißt also die Hauptfarbe hier. Die Aufbaufarbe kann gewählt werden zwischen Rot und Schwarz. Die Gitterfarbe kann gewählt werden zwischen Farmtech Grün, Farmtech Grün 2, Farmtech Rot oder Schwarz, das ist dieses Gitter hier. Und natürlich die Felgenfarbe ist Felgenfarbe, kann gewählt werden zwischen Silber und Schwarz. Wir kommen zum Kilpi 895 Ballengreifer. Dieser kommt von Farmarie 99, Downloadgröße 3,84 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Ballengreifer mit der Kapazität von einer Balle, wiegt 300 Kilo und kostet 1250 Euro. Das Design kann geändert werden vom Ballengreifer zum Ballenschneider und wieder zurück zum Ballengreifer. Der Anbaukupplungstyp kann gewählt werden zwischen 3-Punkt Frontlader oder 3-Punkt und die Anhängerkupplung kann hinzugefügt werden von Standard zu Big Bag Heber und wieder zurück. Wir kommen zum Adurante R200A. Dieser kommt von Didymod Passion, Downloadgröße 16,33 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit offenbar vier verschiedenen Anhängern. Wir schauen uns mal den ersten an. Dieser kommt standardmäßig mit einem Gewicht von 7 Tonnen, maximales Zuladegewicht 13 Tonnen, Arbeitsgeschwindigkeit 40 km/h und soll aufnehmen Rund- und Quaderballen, jeweils von 125 bis 180 cm der Rundballen und 120 bis 240 cm der Quaderballen. Der Preis 18.000 Euro. So, und jetzt wird es ein bisschen komisch. Also wir haben hier die Möglichkeit, diesen Wagen als Ballenanhänger zu haben. Entweder für Big Bags, und zwar in dem Falle Autoload und
automatisches Entladen. Dann für Flüssigkeiten. Dann gibt es die vierseitige Version. Das ist die mit den 13 Tonnen Zuladergewicht oder Volumen. Dann drei Seiten, das heißt, es sind zwar vier Seiten da, aber einfach ein bisschen kleiner. Dann ist das Volumen bei 13,2 Tonnen. Dann gibt es ohne Seiten, das ist dann diese hier. Dann hat er 45 Kubikmeter Füllvolumen. Dann haben wir den Holztransporter und zurück zum Ballenanhänger. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, Michelin, BKT und Trelleborg. Dann gibt es einen Seitenstoßfänger, den kann man entfernen oder nicht. Dann gibt es hier eine Zapfwelle, gelb mit Schutz, schwarz mit Schutz, gelb ohne Schutz und schwarz ohne Schutz. Dann Rücklichtdesign gibt es hier Design 1, 2, 3 und zurück zum 1. Zusätzliche Rücklichter können hinzugebaut werden oder nicht. Die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Chrom, Silber, Weiß und Schwarz. Und wenn wir jetzt die anderen angucken, ist es im Prinzip genau dasselbe, nur sind diese hier dargestellt in anderen Standardkonfigurationen, aber sie sind absolut identisch. Also haben wir hier viermal denselben Anhänger als Basis. Das ist also dieser hier und da kann der dann entsprechend umkonfiguriert werden, wie man den gebrauchen möchte. Wir kommen zu der Wetterstadt Tempo VTP V8 VH FH2200. Dieser kommt von Giant Software, Downloadgröße 17,71 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Einzelkorn-Seemaschine kommt mit einem Ladevolumen für Saatgut von 696 Litern, wiegt 1,9 Tonnen, braucht 150 PS, Arbeitsbreite 6 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h. Der Preis 64.000 Euro. Dann kann der zusätzliche Tank natürlich hinzugebaut werden. Und zwar kommt dieser mit einem Fassungsvolumen für Saatgut und oder Dünger von 2200 Litern, wiegt 600 Kilo und kostet 9.000 Euro. Wir kommen zu der Kverneland Monopil E-Drive 224. Dieser kommt ebenfalls von Giant Software. Downloadgröße 13,43 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Einzelkorn-Seemaschine kommt mit einem Volumen für Saatgut von 1000 Litern, wiegt 2,8 Tonnen, braucht 145 PS, hat eine Arbeitsweise von 12 Metern, 16 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis liegt bei 119.000 Euro. Wir kommen zu der Aerosem 3002 von Pöttinger. Dieser kommt von Giant Software. Downloadgröße 13,07 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Seemaschine mit einem Volumen von 1250 Litern für Saatgut, wiegt 2,4 Tonnen, braucht 165 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern und kostet 41.000 Euro. Hier gibt es noch den Grubber, der vor der Maschine standardmäßig angehängt ist. Der Lion 303 wiegt 1,4 Tonnen, braucht 90 PS, hat eine Arbeitsbreite natürlich von 3 Metern und kostet 18.500 Euro. Wir kommen zur Damcon PL10. Diese kommt von Black Sheep Modding, Downloadgröße 3,65 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Baumpflanzenmaschine mit einem Fassungsvermögen von einer Palette, wiegt 380 Kilo, hat eine Arbeitsbreite von einem Meter und arbeitet bei 10 km/h. Der Preis 7.500 Euro. Hier gibt es noch die passenden Setzlinge dazu von jeweils 50 Stück zum Preis von 1.500 Euro. Und zwar in der Ausführung zwischen Kiefer, Pinie, Birke, Eiche, Weiden, Ahorn, wechselblättrige Hartriegel, Schuppenrinden, Hickory, amerikanische Ulme, Zypresse, kanadische Felsenbirne und die Fichte. Wir kommen zum Dirtinator. Dieser kommt von JOS, Downloadgröße 0,97 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Tools, das ist dieser Kercher hier, das ist also nicht der erste, sondern der zweite. Der heißt HDS 918-4M, das ist dieser hier.
Und warum sollte man jetzt noch einen zweiten Kercher haben? Na, dieser ist ein bisschen speziell, denn wenn ich mit dem die Maschine besprühe, kommt da, ach, wie Schreck, kein Wasser raus, sondern Dreck. Das ist also für alle die, die es nicht mögen, wenn der Traktor sauber ist. Wir können da hier auf jeden Fall Abhilfe beschaffen und sich das Gerät so viel wie möglich es geht einschmutzen. Genauso, damit man vielleicht noch nicht mal mehr was aus der Windschutzscheibe raus sehen kann. Wir kommen zum BGA Methanpaket. Das kommt von Airshaba. Downloadgröße 7,61 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Das ist diese hier mit dem Symbol zum Methan obendrauf. Das ist diese BGA hier. Kostenpunkt zum Hinstellen 80.000 Euro. Und ich denke, die kommt gerade rechtzeitig zum Erscheinen von Precision Farming, wo es darum geht, nachhaltig zu sein. Und damit kann man endlich auch im Spiel tatsächlich das Methan, das man eventuell gebrauchen könnte für seinen Traktor, endlich auch selbst gewinnen und auch entsprechend auch verbrauchen oder gebrauchen kann. Jetzt fehlt es nur noch, dass ein paar Methantraktoren ins Standardspiel reinkommen. Es gibt natürlich gemoddete, das ist sehr klar. Aber es wäre schön, wenn natürlich auch noch mehrere andere Traktoren, die mit Methan laufen, ins Standardspiel einbezogen würden. Also hier kann Methan hergestellt werden, entweder mit Silage, Gülle, Mist und Zuckerrübenschnitzel, jeweils eine andere Rate. Ja, das ist also, damit kann man das Methan hier behalten und gewinnen und behalten. Dann gibt es natürlich da auch noch entsprechend den Tank, den man selbst befüllen kann, um auf dem eigenen Hof zu betreiben. Oder aber auch natürlich die Verkaufsstelle, wo man das Methan dann auch hinfahren kann und zu verkaufen. Dazu gibt es natürlich noch den Methantanker-Anhänger von Airshaba mit einem Volumen von 2000 Litern, wiegt 514 Kilo, hat ein zuladbares Maximalgewicht von 2,2 Tonnen und kostet 3000 Euro. Hier kann die Felgenfarbe geändert werden zwischen Weiß, Grau, Schwarz und Chrom. Wir kommen zum überdachten Haufenlager. Das kommt von Zottel Zockt. Downloadgröße 5,7 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist im Baumenü zu finden, natürlich unter Gebäude und Silos. Und da gibt es verschiedene Versionen. Da gibt es einmal die Version für loses Häckselgut, für loses Gras, für loses Heu, für lose Silage, dann loses Stroh, loses Zuckerrohr, loses Hackschnitzel und loses Zuckerrübenschnitzel. Die kann natürlich entsprechend so auf dem Hof platziert werden, abgeladen und befüllt werden. Kostenpunkt jeweils 40.000 Euro und 15 Euro Unterhalt pro Tag. Laut der Beschreibung sollen diese jeweils 10 Millionen Liter des entsprechenden Gutes lagern können oder speichern können. Und wir kommen natürlich noch zu der letzten neuen Mod, und zwar heißt diese Precision Farming DLC, wird also aber als Mod angeboten. Kommt natürlich von Giant Software, Downloadgröße 64,69 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ich möchte gar nicht jetzt groß, lang und weit darauf eingehen, denn das wird ein Hauptthema sein von YouTube oder den ganzen YouTubern und Content Creators weit durch YouTube durch. Auch von mir. Ich werde auf jeden Fall spezielle Inhalte machen über dieses Precision Farming DLC. Und da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen überschwemmt an Informationen, Tests und so weiter zu diesem Add-on oder zu diesem DLC. Deswegen würde ich da gar nicht ganz groß eingehen. Ihr könnt das auf dem Bildschirm sehen, was ich einblende. Das ist die Zusammenfassung aus dem Mod-Hub. Deswegen würde ich sagen, lassen wir es das für heute. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es freut mich, dass ihr eventuell bis zum Ende durchgeguckt habt. Lass mir doch gerne deinen Daumen da, falls dir diese Art von Videos gefällt. Hol dir doch das Abo ab, willst du keine weiteren Mod-Vorstellungen verpassen und auch keine Inhalte, die auf dem Kanal produziert werden. Daher möchte ich mich ganz, ganz herzlich nochmal bedanken. Ich wünsche euch eine wunderbare und schöne Woche. Es ist eine kurze Woche, denn heute ist schon Dienstag. Dann alles Gute, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.